Eine Nachricht. Ground Control an M. Ja, Commander. M, Ground Control hier. Wir haben Fox verloren. Und Rosi steckt in der Klemme. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen den Bären wecken. Den Bären wecken. Habe verstanden, Commander. Sie kennen die Prozedur. Codename. Codename Joe. Und Passwort? Passwort. Der Winterschlaf ist vorbei. Operation gestartet. Over. Viel Glück, Ground Control. Alles klar, Mission verstanden. Ich habe meine Pilotenmütze auf und Solar Striker. Ich werde euch alle rächen. Ich werde es schaffen. Ich habe hier meine Sonde geholt und ich merke schon, es ist schon relativ raue Gewitter. Ich weiß nicht, woher ich diese Musik hier höre und wieso mein Raumschiff-Cockpit jetzt gerade so komisch aussieht. Aber das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Und die Gegner kommen und kommen, aber ich zerstöre sie. Sie versuchen hier durchaus verschiedene Taktiken, aber nichts kann den Panda so schnell aufhalten. Und das wisst ihr alle. Ich muss mich aber trotzdem echt hier etwas aufpassen. Aber jetzt habe ich doppelte Feuerkraft. Die kriegen mich nie. Ich werde euch so rächen. Das glaubt ihr gar nicht. Ist natürlich hier ein Klassiker. Ist es etwas schwarz-weiß? Das liegt hier an dem etwas älteren Raumschiff. Ihr seht es hier wahrscheinlich schon an der Umgebung etwas. Und deswegen, da gab es einfach noch keine Farbe. Die Darstellung ist natürlich hier durch das Sicherheitsglas hier nur indirekt dargestellt. Und na gut, was soll ich sagen? Die taktischen Videokameras, die können nur schwarz-weiß. Und da wäre ich fast getroffen worden. Aber der Panda, der hält. Und gut, dass du mich gerufen hast. Ich war ja im Winterschlaf. Aber das kriege ich hier auf jeden Fall hin. Und ja, also ich weiß gar nicht, warum ihr so gescheitert seid. So schwer ist das hier gar nicht, Freunde. Vor allem, weil ich jetzt den Dreifachschuss habe. Auf dem Boden seid ihr gescheitert. Ihr seid schon diverserweise mal im Weltraum gescheitert. Aber hier, da halte ich durch. Da halte ich durch. Auch wenn die Gegner hier, wie ihr seht, kommen, wie sie wollen. Solange kein großer Gegner kommt, sind wir da auf der sicheren Seite auf jeden Fall. An diese Zuschauer. Ihr werdet euch sicherlich auch mal die anderen Videos angucken. Ich habe euch die Playlist unten verlinkt. Es geht darum, dass wir hier wen rächen. Aber die Story wurde in den anderen Videos zur Genüge erzählt. Ich zeige euch das hier einfach. Ich muss mich aber trotzdem konzentrieren und den Gegner hier erledigen. Ist natürlich jetzt ein großer Bossgegner, aber das schafft es nicht, mich aufzuhalten. Freunde. Da auf dem Panda, da ist doch Verlass. Ja, wobei natürlich hier mit Kugelhagel, ich merke schon wieder, die Erschütterung schaffe ich. Next Stage heißt es. Haben wir hier etwa einen weiteren Abschnitt, den ich hier beackern muss? Ich glaube es nicht, aber schauen wir mal. Wir kommen hier so langsam zur Erdoberfläche. Man sieht es an den Wolken. Und ich baller mich hier durch. Ich baller mich hier durch, Freunde. Ich räche euch natürlich. Und da hat's mich erwischt. Ich fasse es nicht. Es hat mich wirklich erwischt. Zum Glück ist es. Es ist nur eine Drohne. Aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ich brauche Hilfe. Wen kann ich da rufen? Waldemar. Waldemar von Schroff gezockt. Bitte. Bitte führe uns zur Erlösung. Wir schaffen's nicht. Selbst der Retropanda hat's nicht geschafft. Waldemar, rette uns bitte.